40 Minuten. Was, so lange spielen wir schon? Ja. Boah. Also ich um halb wollte ich da sein, um drei Viertel war ich dann da, weil ja mein Rechner gesponnen hat und ja. Na, apropos gesponnen, Hilfe. Mir ist das Bild weg. Das ist schlecht. Ja, aber ich halte jetzt den 3DS in Ehren und überhaupt so halte ich ihn fest in der Hand und ja, wie auch immer. Jo. Nee, auf jeden Fall. Nein, wir spielen nicht schon 40 Minuten. Also ich spiele schon nicht ganz so lange, aber ja. Also wir machen jetzt weiter. Okay. An der Stelle, wo wir das letzte Mal versehentlich aufgehört haben. So, und zwar ging es hier noch um Hinweismünzen. Da hat es gerade aufgehört. So, hier ist jetzt eine höhere Zahl als in der letzten Aufnahme. Das liegt einfach bloß daran, dass ich noch woanders Münzen gefunden habe beim Nochmalspielen. Kling! Hä? Und hier. Kling. Ja, und zwar in dem Raum, rechts von dem Raum, wo sich Maya, Layton und der Rest wiederfinden. So, hatten wir dann hier noch irgendwas? Die Decke und Säulen scheinen ins Wasser zu bröckeln. Beeilen wir uns besser. Hier schwimmen Blütenblätter im Wasser. Ach, wir sind schon in der Aufnahme. Ja. Ich habe meine Capwear noch gar nicht an. Ah, stimmt, deine Capwear. Was, Capwear? Achso, Mario Odyssey. Was? Ja. Capwear. Moment. Bin ich noch nicht mal gecampt. Egal. Ah, hast du auch deine Camware vergessen? Sozusagen. Ja. Läuft. Ja. Jetzt muss ich das alles noch vernünftig platzieren. Sekunde. Ja, kann ich noch ein bisschen größer machen. Also deine Capware, so. Deine Camware und deine Webcam. Genau. Oh Gott. Und dann noch deine Capcam. Von Capcom. Ah, weißt du auch schon, dass man Capcom seit einigen Jahren schon mit einem R schreibt? Ja, das hat irgendwas mit Copyright zu tun, glaube ich. Nee, das hat was damit zu tun, dass sie keine Mega Man Spiele mehr machen. Das stimmt. Oder wenn dann nur so freche Halb-Collections. Ja. Ah, oh, das ist echt schlimm, gerade die Mega Man Legacy Collection 2. Mhm. Ich fände sie gar nicht so schlecht, weil man dann endlich mal 9 und 10 bekommt auf anderen Konsolen. Aber ich finde es doof, dass die nicht für Switch bisher angekündigt wurde. Das wäre cool. Ja, ich hätte das gerne so Mega Man 9 und Mega Man 10 mobil. Das wäre nice. Dafür würde ich dann ausnahmsweise sogar nochmal Geld dafür ausgeben. Die sollen lieber aus zwei Collections eine machen und die für Switch releasen. Das finde ich gut, das sollten sie tun, ja. Weil bringt ja, also hat ja, sind ja beide schon raus und ja, die eben. Switch hat noch gar keine davon bekommen. Ja, theoretisch ist es sinnvoll. Ich muss mich entschuldigen, meine Augen jucken gerade irgendwie. Nicht, dass sich die Leute wundern. Ich würde mich auch wundern, wenn du dir an den Augen juckst. Habe ich noch Schlaf in den Augen? Ich sehe dich ja nicht mehr, keine Ahnung. Das ist ein Traum. Ja, genau. Und, wenn ich aufwache, weiß ich, dass ich nochmal alles aufnehmen darf. Nein! Nein! Sag mal, warum sieht denn das Übertragene eigentlich so komisch aus bei Skype? Oder ist das... Was meinst du? Ja, bei mir sieht das so aus, dass das Fenster, was ich dir tatsächlich übertrage und im Hintergrund noch irgendwie... Das erste Bild davon. Nee, bei mir steht oben Musik. Da steht oben Musik. Mhm. Ach so, ach stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die Übertragung ist wirklich komisch. Es ist echt merkwürdig. Was ist denn das? Ja, keine Ahnung. Also ich habe eine geheimnisvolle Geschichte speichern. Warte mal, kann ich das zeigen? Ich kann das zeigen. Da. Ja, nicht, dass es in der Aufnahme auch so ist. Nö, ja, dürfte eigentlich nicht, weil die Aufnahme geht ja über Camtasia und das Streaming über Skype. Sind ja zwei verschiedene Einheiten. Okay, aber ich habe trotzdem noch Musik hinten. Trotzdem also Musik? Achso, als... Musikordner. Ach, den Musikordner, hä? Ja. Das ist ja merkwürdig.
Vielleicht sollte ich mal da was zumachen. Aber ich merke gerade, meine Capture-Hardware wird schon wieder unzuverlässig. Ich glaube, ich muss das Ganze dann mal auf dem New 3DS weiterspielen und dann müssen wir uns damit begnügen, dass die Framerates ein bisschen geringer sind. Was bei Layton jetzt nicht so... Ja, aber hier, guck dir mal diesen schönen Wasserfall da an. Wir sollten mal langsam weiterspielen. Ups. Also gut. Ja. Hier schwimmen Blütenblätter im Wasser. Die sehen aus wie Blumen, die beim Anwesen wachsen. Rote Blume, schwimmen. Wenn ich darüber nachdenke, kommt das Wasser wahrscheinlich von dem See an der Oberfläche. Das Wasser leuchtet. Wie habe ich die nochmal gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Auch ohne die Fackeln ist hier genügend Licht vorhanden. Ja, yeah, Leuchtewasser. So, das war's dann, glaube ich, schon. Treppe. Okay. Diese Treppe hört einfach hier auf. Na klar, es muss eine Treppe ins Nichts sein. Das ist die Treppe von Super Mario 64. Erst wenn man 70 Sterne hat. Oder mit einem Weitsprung rückwärts hochhüpfen. Genau. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Also so richtig in echt selber, weil ich habe das noch nie gemacht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe es, glaube ich, mal probiert, aber weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Ich bin echt gespannt, ob ich das mal so hinkriege, weil menschenmöglich soll es wohl locker sein. Ja, so schwer ist es, glaube ich, nicht. Ja. Das denke ich nicht, Fräulein Maya. Sie muss irgendwo hinführen. Aber wohin? Na, ins Nichts. Es muss sehr wichtig gewesen sein, sonst hätten sie keinen Raum dafür gebaut. Sehr richtig, Herr Wright. Es besteht kein Zweifel. Das, was einst hier stand, war von großer Bedeutung. Na dann? Was ist da? Was ist denn mit diesem Altar passiert? Er sieht etwas seltsam aus. Es wirkt, als würde etwas fehlen. Es scheint, als hätte hier etwas Großes gestanden. Möglicherweise ein heiliges Relikt. Etwas Großes? Etwas Großes gestanden. Wenn ich den Satz sehe, dann... Ja, weiter. Ah, dort oben! Über dem Altar! Ein riesengroßer! Was ist das? An den Wänden sind überall... Markierungen! Nee, warte, was? Wie spreche ich das immer? Jetzt habe ich so gesprochen. Markierungen! Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall, Mal! Wenn da etwas Großes ist und da Markierungen an den Wänden sind, warum ist das uns beim ersten Mal nicht aufgefallen? Wahrscheinlich, weil wir noch eine Dame anwesend hatten. Ja, die ist leider heute gerade nicht dabei, aber wir versuchen sie wieder irgendwie mit reinzubekommen. Ja. Ja, wenn der Terminplan es zulässt. Was auch immer auf diesem Altar stand, war größer, als ich ursprünglich angenommen hatte. Echt jetzt mal? Haben wir das nie angeklickt? Das ist mir so neu. Dieses große Objekt wurde aus irgendeinem Grund entfernt. Ich frage mich, wieso? Die Inschrift auf der Steinplatte könnte auch für Aufklärung sorgen. Allerdings. Aufklärung über das große Ding. Ich glaube, wir haben es langsam. Fürchte ich, die Worte sind überaus alt. Also, können Sie sie nicht lesen? Es wäre etwas anderes, wenn ich dieses Relikt mit nach London nehmen könnte. Oh doch, den Text hatten wir tatsächlich. Um es näher zu untersuchen. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass da hinten ein Herz ist? Nee, schau mal, ein Herz! Für den Moment kann ich nur einen Teil entziffern. Wirklich, Professor? Was steht denn dort? Bitte draußen bleiben. Eltern haften für ihre Kinder. Serverraum. Genau. Die früheren. Deswegen ist auch das ganze Wasser da. Das ist eine Wasserkühlung. Kühlung, ja.
Oh, vielleicht ist es auch ein Reaktor, deswegen leuchtet das. Ja. Die früheren Einwohner scheinen für diese Inschrift verantwortlich zu sein. Wobei die Inschrift selbst ein weiteres Mysterium darstellt. Lasst mich sie vorlesen. Die früheren Bewohner dieser Ruinen haben eine Glocke aus reinem Silber zu Ehren ihrer Götter hergestellt. Und Schiller hat ein Gedicht drüber geschrieben. Mhm. Aus reinem Silber. Ein Gedicht aus reinem Silber. Mhm. Und irgendwann kam dann so ein komischer Volksmusik-Fuzzi und hat noch Eisen hinzugefügt. Und der hieß Florian. Naja, immer noch besser als... Hä? Florian Silberglocke? Ja, genau. Sie stellten also eine riesige Florian Silberglocke her. Besser eine Silberglocke als eine Silberglucke. Silberglucke. Ja, kann man nicht essen. Ist ein bisschen schwer zu beißen. Das ist eigentlich ganz beeindruckend. Aber als die Glocke erklang, hat sie keinen Gott gerufen, sondern einen bösen Dämon beschworen. Und das war Warsum von Warsum und Warsum. Dieser böse Dämon hat eine große Katastrophe verursacht, die das Land in Schutt und Asche legte. Aber keine gigantomanische. Nee, war nur die große. Sagten Sie! Was kann nur passiert sein? Nein, Maya, ich sagte... Eine große Katastrophe! Eine große Katastrophe! Ah! Nein, Maya! Ich sagte nicht... Was denn dann? Eine große Katastrophe! Ach so! Ich glaube, wir sollten das lassen. Das führt zu nichts. Die Überlebenden haben ihr den Namen Unheilsglocke gegeben und sie in diesem Raum versiegelt. Welchen Namen? Ja, von mir aus. Sie sind dann aus Angst vor dem Fluch mit dem der Dämon dieses Land belegt hat, geflohen. Ich dachte, mit dem Dämon geflohen. Hilfe! Ihr habt einen Fluch über uns gebracht. Können wir mit euch fliehen? Die Inschrift enthält eine letzte Warnung. Bitte nicht weitergehen. Fallgefahr, Sturzgefahr. All jene, die Eintritt in diese Hallen finden, seid gewarnt. Lasst die Unheilsglocke nicht erklingen. Mehr kann ich nicht entziffern. Vor allem nicht den Teil, an dem uns geraten wird, wie wir dieses Rätsel am einfachsten lösen. Der hält doch bestimmt nur Informationen zurück, um es spannend zu machen. Ich glaube auch. Das macht er immer. Ja, und am Ende so, ja, in Wirklichkeit habe ich es doch entziffert und ich habe gewusst, dass das hier passieren würde. Satan ist ein Hund. Wuff. Das ist ein richtiger Fuchs. Was nun, ein Hund oder ein Fuchs? Oh, ein Fuchs. Weißt du, was mir letztens passiert ist? Du hast einen Fuchs gesehen. Nee, ich habe mich mit jemandem unterhalten. Und eine Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Nein. Ich hab mich bei mir hier im Raum mit jemandem unterhalten, irgendwie weiter hinten, und dann auf einmal habe ich irgendwas gesagt, das hat bei Windows 10 meine elektronische Assistentin auf den Plan gerufen. Und die hat dann was für mich gegoogelt, nämlich das, was ich dann im Folgenden gesagt habe. Na? Ja, weiß ich nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall, das war sehr merkwürdig. Oh. Ich wusste nicht mal, dass Cortana aktiviert war. Ist sie eigentlich immer noch, deswegen muss ich aufpassen, dass ich nicht versehentlich Hey Cortana sage. Hä? Sie reagiert nicht. Gut, sie schläft. Hey Cortana! Hey Cortana! Wach auf! Hey! Hey! Hey, listen! Hey Cortana! What does the fox say? Ring ding 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 ringe ding! Ja, was? Er sagt,
What the fucks? Ja, nee, also, ja. Wir könnten jetzt natürlich die ganze Zeit mit Cortana rumspielen, aber wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Ich muss gerade mal was gucken. Hä? An anderen Sachen rumspielen. Dein Bild ist schon wieder so komisch. Hä? Ja. Ja. Das ja, Bild Moment. Ist schon wieder so komisch, habe ich gesagt. Ich versuche da was zu ändern, weil ich habe da gerade... ich wollte jetzt was öffnen und so.